Quizduell, das härteste Quiz Deutschlands. Nirgendwo hast du mehr Gegner. Und hier ist Ihr Gastgeber, Jörg Pilawa. Oh! Was ist das denn? Guten Abend! Schön, dass Sie dabei sind. Freut mich. Wow! Man steht im Studio, freut mich. Ja, das Publikum steht auch für Sie heute, weil Sie haben in den letzten, und warum setzen Sie sich jetzt wieder hin? Ja, kann mich da total dran gewöhnen. Nein, die standen natürlich auch für Sie, weil Sie haben als Zuschauer in den letzten Wochen und Monaten Steherqualitäten gezeigt. In über 60 Ausgaben haben wir das Quizduell immer live hier aus Hamburg gespielt. Eine riesengroße Leistung vom gesamten Team. Daran kann ich mich jetzt schon bedanken. Habt ihr super gemacht. Alle, die daran mitgewirkt haben. Natürlich auch jedes Abend hier Full House bei den Zuschauern. Und auch Sie haben kräftig zugeschaut. Das ist wunderbar und toll mitgespielt. Wir haben über 1,3 Millionen Menschen, die sich haben mit dieser App mittlerweile registrieren lassen. 1,5 Millionen haben sie runtergeladen. Und jeden Abend spielen weit über 100.000 Menschen mit. Und heute zum letzten Mal vor der Sommerpause. Ich habe noch ein paar Zahlen rausgesucht nach solch einem Mammutlauf, den wir hingelegt haben. Also insgesamt gab es 64 Duelle. 33 Mal hat das Team Deutschland gewonnen. 25 Mal meine Kandidaten hier im Studio. Es gab 6 Mal ein Unentschieden, das letzte Mal am Mittwoch, als Revolverheld hier da war, die Band. Und dann haben wir gesagt, heute schießen wir genauso scharf. Heute sind nämlich Biathleten bei uns. Bin gespannt, wie das ausgeht. Und ich habe noch mal geguckt, wie viel Geld ausgespielt wurde in 64 Duellen. Und zwar insgesamt 1.210.500 €. Ja. Und dann nehmen wir es ganz genau. 1.210.000, das reicht genau, um Griechenland 5 Minuten vom Staatsbankrott zu retten. Ja. Mal gucken, was heute noch dazu kommt. Ich freue mich, dass Sie da sind. Hier sind unsere Goldjungs von der Biathlon-Staffel. Herzlich willkommen, Erik Lesser, Daniel Böhm, Arndt Pfeiffer und Simon Schimpf. Moin. Hallo. Hi. Hi. Ich kannte euch ja bis dato auch nur in diesem sexy Outfit. In Zivil erkennt man euch gar nicht richtig. Geht euch das häufiger auf der Straße, dass da Leute zweimal gucken und sagen, ist das oder ist das nicht, wenn man so in Jeans und T-Shirt rumläuft? Meistens ist es so, oh, ihr seid aber schmal. Ja, ja, das höre ich auch immer. Du bist aber ganz schön klein. Ganz schön klein. Also, ja. Also Biathleten, ja, ich meine, das ist ja auch eine Wahnsinnsdisziplin. Von der Leistung sind wir, wie ihr da abruft, jedes Mal total begeistert. Jetzt ist Sommer. Wie bereitet sich ein Biathlet jetzt im Sommer auf das vor, was im nächsten Winter dann für uns sichtbar im Fernsehen erscheint? Also seit 2 Wochen ist das Training wieder im Gange. Und dann nimmt man eigentlich so jedes Trainingsmittel. Gerne war Fahrradfahren, auf dem Rennrad, Mountainbike, zu Fuß, Joggen, Joggen mit Stöcken, auf diesen Rollskiern, klassisches Skating, alles, was es so gibt. Fußball spielen. Seid ihr auch mal ganz froh, dass man im Grunde genommen mal den Schnee nicht hat? Ja, doch. Also wir können uns auch über Sommer freuen. Viele Leute denken ja auch, wir fangen dann im Oktober so ein bisschen wieder an, wenn der erste Schnee kommt, wieder zu trainieren. Aber nee, wir sind jetzt schon wieder voll dabei und der nächste Winter steht für uns quasi schon im Kopf vor der Tür. Ja. Gut, also sehr erfolgreich. Wir wollen natürlich noch mal reinschauen. Das waren wunderbare Bilder, als ihr nämlich Gold geholt habt. Noch mal der Zieleinlauf von den Goldjungs. Erik Lesser, Daniel Böhm, Arndt Pfeiffer und Simon Schimpf. Das ist die goldene Connection des heutigen Tages. Das ist Gold für Deutschland. Das ist überragend. Das sind 4 junge Männer, die angesagt haben, wir wollen gewinnen und dann einfach gemacht haben, was sie vorher gesagt haben. Ha, so
So, und jetzt wird von Deutschland zurückgeschossen, ja, weil die wollen ja jetzt gegen euch spielen. Deshalb könnt ihr noch gerne die App scharf schalten, wenn ihr sie noch nicht habt. Lohnt sich auch noch am letzten Tag, andernfalls vielleicht nach der Sommerpause wieder. Gut, also wir machen eine kurze Pause, dann geht's gegen die vier und gegen Team Deutschland. Also, Minute, bin ich wieder da. Bis gleich. Team Deutschland heute gegen unsere Biathlon-Staffel-Weltmeister an diesem Freitag, Brückentag. Ich meine, hat jemand gestern von euch am Vatertag es ein bisschen krachen lassen? Nö, ne? Von uns ist keiner Vater. Das wurde noch vergessen. Zumindest nicht offiziell und keiner weiß es. Also ich habe gestern das Gefühl gehabt, wenn man unterwegs war, es waren so viele junge Männer so in eurem Alter unterwegs, die waren alle noch keine Väter. Aber man nimmt jede Möglichkeit wahr, um mal zu saufen. Sag es einfach, wie es ist. Ich habe viele Frauen gesehen, die unterwegs waren. Also ja, Frauengruppen. Ja. Scheinbar Trend, auch Väter waren. Ja. Trend geht auch zum Damenbad. Also alles machbar. Gut, ansonsten ist mir aufgefallen, wenn ich mich ein bisschen mit eurer Vita beschäftigt habe, muss man festhalten, es sind zwei Jungs dabei, die kommen aus Niedersachsen gebürtig. Ja? Einer aus Thüringen, einer aus Baden-Württemberg. Ist kein Bayer dabei. Man denkt ja immer, Skisport muss alles... Ja, alles anders. Woran liegt's? Das ist eher Zufall, würde ich sagen. Also wir haben ja noch natürlich ein paar Bayern in der Mannschaft und gerade in dieser Staffel war eben keiner dabei. Also es ist nicht so, dass es gar keiner. Aber wenn die Bayern den Fußball schon dominieren, dann nicht auch noch ein Bier. Genau. Ja? Gut, wir spielen. Und zwar geht's los mit der Schnellraterunde. Erik geht nicht los, dann geht's immer weiter. Wenn ihr es nicht wisst, einfach weiter sagen, ist der Nächste dran. Okay? 77 Sekunden haben wir da für jede Richtige immer noch ein Tausender. Los geht's. Auf welchen Monat folgt im Kalenderjahr der September? Oktober. August. Welcher Buchstabe kommt im Alphabet unmittelbar nach dem K? L. Ja, vergoldet man etwas, dann wirft man redensartig Perlen vor die... Säue. Richtig. Was ergibt 7 mal 7? 49. Das stimmt. Welche Sternzeichen haben die heutigen Geburtstagskinder? Stier. Jawohl. Corso della Vita war 1993 und 97 ein großer Hit für Italiens Superstar Eros. Ramazzotti. Genau. Welcher Fluss fließt durch Landshut und München? Isar. Ja. Welches chemische Element hat das Kürzel AL? Aluminium. Jo. In welcher österreichischen Stadt fanden die Olympischen Winterspiele 1976 statt? Innsbruck. Ja. Herbstblond heißt die aktuelle Autobiografie des TV-Moderators Thomas? Gottschalk. Jo. In welcher Mozart-Oper ist Papageno eine der Hauptfiguren? Weiter. Zauberflöte. Welchen Verein der Fußball-Bundesliga trainiert Dieter Hecking? Wolfsburg. Jawohl. Wie viele E gibt es im Wort Ziellinie? 2. Jo. Welcher Partei gehört Familienministerin Manuela Schwesig an? Der CDU. Der SPD. In welchem Land befinden sich Urlauber, wenn sie am Bondi Beach, wollten wir noch sagen. Ja, Bondi Beach. Bondi Beach blieb mir dann doch noch im Halse stecken, da war die Zeit um. 11.000, 11 richtig ist gut. 10 ist Schnitt, einer drüber. Was war die erste Frage? Das war lustig. Ja, es war irgendwie extrem lustig, ne? Der gleich der Startläufer will gut anfangen und dann verkackt es. Da geht der Wupp. Ich glaube, ich habe nicht richtig zugehört. Genau, in welchem Monat folgt im Kalender September? Ja, das ist auch ein bisschen missverständlich, ne? Also da warst du zu schnell. Da war ich einfach zu schnell am Abzug. Das ist aber kein Problem. Also, ihr könnt alles rausholen. Ja, also. Wir haben draußen im Grünen TV-Serien und Essen und Trinken. Ich werde Essen und Trinken, Essen oder? Und Trinken, du kennst dich doch mit TV-Serien ganz gut aus. Wenn ihr euch nicht beliebt machen wollt, ja, bei Team Deutschland, nehmt ihr Essen und Trinken. Nee. Wir wollen uns ja nicht unbedingt beliebt machen, wir wollen dann ja gewinnen. Dann TV-Serien. TV-Serien? Ja, los, komm mal. Ja, wir probieren es. Oh. Ja. Komm, das Erste geht auf den TV-Serien. Ja. Oh! Ein Raunen geht durch die Menge. TV, wir haben ja heute auch einen besonderen Tag. Wir nehmen heute nur TV-Serien aus den 50er und 60er Jahren aus Asien. Lauter asiatische Serien, die es nie ins deutsche Fernsehen geschafft haben. Darauf haben wir uns vorbereitet. Okay, also TV-Serien. Wie gesagt, das kann alles sein, was jemals irgendwie speziell in Deutschland gelaufen ist. Also nicht, wie wir es jetzt aus dem klassischen Quizduell können, auch amerikanische und australische Serien. Eigentlich eher nicht. Ja, guck dir viel fern.
Also Serien gucken wir, denke ich, schon ganz ordentlich. Also Erik hat auch viele so Videodienste abonniert. Sag mal. Also ich bin ja mit Erik auf dem Zimmer, da kriegt das immer so ein bisschen mit. Da sagt er, hier, ich habe hier eine neue Serie. Was guckst du denn gerne, Erik? Oh, was gucke ich denn gerne? Big Bang Theory, Breaking Bad, Game of Thrones. Eigentlich alles, das, was man momentan so guckt. Ja. Wir können spielen. Und zwar die erste Frage, die da lautet, welche Informationssendung kommt häufig vor der Tagesschau? Rechts vor links, okay. Alter vor Schönheit, Funk vor Strich oder Wissen vor 8? Ja. Wissen vor 8. Wissen vor 8. Ich glaube, da können wir mal... Guter Einstieg. Wissen vor 8. Das ist ja der Block A hier. Es gibt eine Person im Block A. Oh oh. Eine Person, die das falsch beantwortet hat. Und diese Person guckt mich gerade so an nach dem Motto, wenn der Pilawa mich jetzt darauf anspricht, dann knall ich ihm ein. Ja? Hallo. Sie haben rechts vor links genommen, nicht? Nein. Nein? Sie haben gar nicht gewählt. Wer hat denn, haben Sie rechts vor links genommen? Ich habe meine Brille vergessen. Ja, ja, ja. Ich habe meine Brille vergessen. Gut. Also, das kann ja mal passieren. Ach so, Sie sind ja auch der Papa. Okay, Entschuldigung, das ist ja der Papi von einem unserer Athleten, der darf ja gar nicht mitspielen. Aber rechts von ihm finde ich super. Haben insgesamt auch noch 0,7% des Team Deutschlands insgesamt. Also sind Sie nicht alleine. Ist alles nicht schlimm. Aber es ist natürlich Wissen vor 8, das stimmt, jawohl. Und... Das ist, glaube ich, in den vergangenen über 60 Sendungen eine der best abgegebenen Antworten von Team Deutschland. Das haben nämlich 97% gewusst. Wow. Da gibt es einen Tausender oben drauf. 12.000. Nächste Frage, TV-Serien. Der kleinwüchsige Peter Dinklage spielt eine der Hauptrollen in Two and a Half Men, in Game of Thrones, in House of Cards oder in Homeland. So, Erik. Jetzt gucken alle auf dich. Also Two and a Half Men können wir ausschließen. Den kleinwüchsigen Zwerg ausschließen. Aber bei Homeland und House of Cards könnte ich mir auch nicht vorstellen, dass in so einem Politik-Dingens sowas läuft. Deswegen Game of Thrones, da gibt es nämlich den, so einen Zeit kleinen läuft. Gnomen. Ja? Oder Game of Thrones? Darf ich einloggen, ja? Game of Thrones. Da leiden die anderen bestimmt jetzt Schiffbruch, glaube ich. Team Deutschland. Zum Glück haben wir Erik. Team Deutschland, ihr guckt auch viele Serien. 50,9% haben sich auch dafür entschieden. Und noch gestern Abend schaute meine Frau eine Folge davon im Bett. Und als ich aufwachte, sah ich ihn gerade. Das ist richtig, Game of Thrones, ja. Dritte Frage, TV-Serien. 2-2 steht es. Welche Figur aus der Sesamstraße hat einen Zwillingsbruder? Ui, ist es Elmo, Grobi, Ernie oder Bert? Das ist Grobi, oder? Ist jetzt Grobi nicht ein Zwillingsbruder? Also Ernie und Bert nicht. Würde ich jetzt eigentlich auch eher ausschließen, ja. Elmo ist ja der rote Kuschelige. Also ich wäre jetzt Zeit läuft ab Grobi, jetzt. Oder? Grobi sagt mir jetzt gar nicht so viel. Ja. Grobi? Okay. Grobi. Hauen wir mal Grobi rein. Grobi? Lange nicht gesehen, also. Das würde mich jetzt auch ein bisschen beunruhigen, wenn er sagt, okay, das gucken wir immer vor jedem Rennen einmal. Elmo haben 58,9% von Team Deutschland genommen. Das wissen wir. Ja. Die Antwort, die am wenigsten gegeben worden ist, ist Bert mit 7,4%. Aber in Block C hat einer Bert genommen. Wer war das? Annegret. Annegret. Wo ist denn Annegret? Mensch! Annegret. Hallo, Annegret, freut mich. Mensch, was treibt Sie denn? Wieso nehmen Sie denn Bert? Weiß ich nicht. Einfach geraten? Ja, einfach geraten. Ja. Ich habe da keine Ahnung. Sesamstraße war nicht mein Ding. War nicht so? Nein. Das kommt alles wieder, das ist super. Das Kindergärtnerin muss das auch nicht wissen.
Sie sind Kindergärtnerin? Ja. Da, oh, das müssen Sie doch wissen. Ja, weiß ich aber nicht. Na, das ist ja, aber wissen Sie, Sie können so tun, als ob Sie es wissen, denn die richtige Antwort, halten Sie sich fest, ist Bert. Oh! Echt Bert. War sie sympathisch, ne? Ja. Ja, ist tatsächlich. Und der heißt dann Bart oder Bernd in Deutsch. In Deutsch. Und den gibt's wirklich. Ich hab's auch nicht geglaubt, aber es ist so. Der tritt aber ganz selten in Erscheinung. Gut gemacht. Ja. Aber Team Deutschland und auch unsere Biathleten. Ja. Ja. So, und bei Grobi, da gibt es ja noch ein alter Ego, sein Super Grobi. Also das ist durchaus gar nicht so falsch alles. Aber er steht 2-2, macht alles richtig. Und Team Deutschland, ihr seid dran. Runde Nummer 2 zu wählen, welche Kategorie es werden soll gegen unsere Biathleten. Und zwar hätten wir im Angebot die 2000er Körper und Geist und Comics. Ja, die bestimmt Körper und Geist. Hm. Ja. Sind wir mal gespannt. Vielleicht 2000er. Ja. Ihr wollt natürlich Comics. Ja, absolut. Ich weiß auch nicht, ob wir da so sattelfest sind. Aber ich glaube, Körper und Geist wäre. Gerade so bei Manga ist das immer richtig stark. Kennt sich der Daniel gut aus. Ja. Während Erik alle Serien kennt. So, aber ja. Körper und Geist. Jetzt lass mal Daniel. Das seid ihr ja auch in Personalunion. Körper und hauptsächlich. Hauptsächlich Körper. So, wir haben ja darüber gesprochen, meine Damen und Herren, dass das heute unsere letzte Sendung ist vom Quizduell. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir gucken noch mal auf die vergangenen über 60 Folgen zurück. Und hier gibt es so eine Art Best-of vom Quizduell. 61 Mal hieß es... Hallo, guten Abend, willkommen, herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Hier beim Quizduell. Mit Kandidaten, die fast alles wussten. 3-1, schämt ihr euch? Nee. Ihr habt recht! Damit seid ihr durch! Ja! Und mit Kandidaten, die manchmal auf dem Holzweg waren. Ich habe ja völlig falsch gedacht. Ja! Nein! Du hast so falsch gedacht. Bumm. Wie viel Liter Bier sollte man erhalten, wenn man in Bayern eine Maß bestellt? 4. Eine! Was ergibt 8 × 12? 20. Ah! Wobei handelt es sich um einen beliebten Party-Snack. Würstchen im Schlafrock. Speck im Unterhemd. Dann. Oh. Nein! Was denn? Was machst du? Was? Speck im Unterhemd? Die ganzen Männer, die vorm Fernseher sitzen, genau, das ist doch Speck im Unterhemd. Das. Immer gut gelaunt, die prominenten Kandidaten. Super, wir sind drauf. Super drauf. Ja, wir sind super drauf. Kannst du mal aufhören, auf das Hex zu gehen? Ich war so aggressiv. Ja, aber muss mich jetzt nicht. Ich kann doch nichts dafür. Ja, ich gelaber. Dein Finger war schon drauf. Ich könnte jetzt heulen und gehen. Ja. Wenn ihr gewinnen wollt, würde ich gute Kategorien für euch aussuchen. Okay, dann machen wir das. Dann hätte ich deren 3 neue. Spannend bis zum Schluss. Wer hat die Nase vorn? Team Deutschland oder die Studiokandidaten? Das Team Deutschland gewann 33 Duelle. 6-mal gab es ein Unentschieden. Und 25-mal gewannen die Kandidaten im Studio. Wer aber war am erfolgreichsten bei den nicht prominenten Teams? Auf Platz 3 landet das Team Kleewald mit 19.000 Euro. Und damit stehen die Sieger fest. Platz 2 belegen die Richter. Ihr seid durch. Mit 20.000 Euro. Der Quizduell-Champion aber ist das Team Amalia. Holger und Peter gewinnen. 21.000 Euro. Und nach der Sommerpause geht es weiter. So, ihr seht, der Druck ist hoch. Es müssen mehr als 21.000 Euro jetzt werden. Ja? Team Deutschland hat gespielt. Körper und Geist, die erste Frage. Ihr seid dran. Und zwar, das Kahnbein findet man in Herz und Nieren, Kopf und Kragen, Hand und Fuß oder Pi und Daumen. Das trifft sich gut, weil das hat sich Daniel mal gebrochen. Ja, das ist gar nicht so lange her. Und dann weiß ich, dass es zumindest in der Hand ist und ich weiß auch, dass es im Fuß vorhanden ist. Gut, dann nimm es bloß. Oder der Arzt hat eine komplett falsche Diagnose gestellt. Das kann natürlich auch sein. Nicht, ja. Aber dir folgen auch 79,3% von Team Deutschland. Und das ist richtig, jawohl.
Wir sind schon bei 14.000. Das ist ein guter Weg. So, zweite Frage, Körper und Geist. Welche Frucht verdankt den Namen Wirkstoffen in ihren Samen, die seit alters in der Heilkunde verwendet werden? Und zwar die Pillenpaprika, Pharmabohne, Arzneikürbis oder Medizinzitrone? Vom Bauchgefühl würde ich jetzt, also das Einzige, was mir was sagt, ist Arzneikürbis. Ja, mir auch. Das andere klingt irgendwie konstruiert. Ja, habe ich auch noch nie gehört. Erik, hast du eine Ahnung? Hast du noch irgendwas? Ich wollte nur sagen, wie, es gibt ja auch Granofink, das hier mit Kürbiszeug. Also man sieht ja noch nicht, das kommt dann irgendwann. Wie alt bist du? Ich weiß, wir hatten letztes Jahr unser Physio dabei, der hatte mal Kürbiskerne und Cranberries gegessen. Deswegen kam er mit zum Morgen. Es ist ganz gut, es ist ganz gut für die Prostata. Und daher weiß ich Granofink. Also, 10 Sekunden ab jetzt. Ich meine, wo wir schon drüber sprechen, wir haben uns ja eben durch Zufall noch direkt vor der Sendung auf der Toilette getroffen. Ich kann euch sagen, es klingt so, als wenn ihr es noch nicht braucht. Also alles in Ordnung. Arzneikürbis ist richtig, jawohl. Also schon seit etwa 500 Jahren wird Kürbis dafür benutzt, um Harnwegserkrankungen und Schwächen möglicherweise zu beheben. Das haben auch 71,6% von Team Deutschland gewusst. Nochmal ein Tausender oben drauf und ein Punkt. So, letzte Frage, Körper und Geist. Wie viel Liter Luft insgesamt nimmt ein erwachsener Mensch laut Studie pro Tag in etwa auf? 12 Liter, 120 Liter, 1200 Liter oder 12.000 Liter? Also wie oft atme ich? Alle 2 Sekunden? Oder? Nee, Chef. Nee, weniger. Seltener, ne? Alle 5 Sekunden vielleicht. Stunde hat 3600 Sekunden. Zeit läuft ab jetzt. Also. Na, entweder 12.000 Liter. 12.000 Liter. Viel. Das klingt jetzt viel, aber man atmet ja doch immer so. Aber 1200 ist, glaube ich, knapp. Ja. Team Deutschland sagt mehrheitlich 1200. Da sind wir falsch. Falsch gerechnet, oder? Also wirklich, was ist los mit Team Deutschland? Das ist doch ganz einfach zu rechnen. Ein erwachsener Mensch soll etwa 14 bis 18 Atemzüge pro Minute machen. So. Was sagt denn das aus? Pro Atemzug etwa ein halber Liter Luft. Echt? So wenig. Ja, und wenn man das jetzt mal hochrechnet, dann kommt man auf sagenhafte 12.000 Liter. Ihr führt. So, Team Deutschland liegt ja ganz weit zurück. Abgeschlagen. Man sagt, im Sport sagt man abgeschlagen. Ja. Genau, keine Chance mehr. Wo ist Bele? Wir können beenden. Ja, genau. Schluss. Aber ihr seid dran. Ihr könnt ihnen jetzt noch ein Bein stellen, Team Deutschland, wenn ihr eine Kategorie wählt, von der ihr glaubt, dass die das nicht können. Macht und Geld, Sport und Freizeit im Labor. Also ich würde sagen, eine von den Sport und Freizeit. Sport und Freizeit, würde ich sagen, oder? Ja, komm. Wir müssen das Klischee erfüllen. Ja, wir müssen das eigentlich nehmen jetzt. Natürlich ist der Druck jetzt extrem groß. Ja, das ist ja, wenn man jetzt was nicht weiß, das ist immer doof. Ja. Das ist so, wenn man als Weltmeister danach wieder los muss, dann erwarten alle, dass man nochmal Gold holt. Das zweimal. Das zweimal, ja. Ja. Oh. So ist das. Letztens haben wir Du willst keinen Druck aufbauen. Oder? Überhaupt keinen Druck. Ihr könnt aber mit Druck umgehen. Das ist ja, glaube ich, das Schwierigste, ne? Wenn du vom Laufen kommst und dann beim Schießen bist. Dich da so runterzufahren, dass du... Ein Kinderspiel. Aber das ist auch übrigens das, was jeder sagt. Aber ist nicht so? Ist, ja. Ja, das kann man ja trainieren. Ne? Also klar ist es nicht einfach, aber... Welche Sportart ist einfacher? Also auf dem Niveau, also das macht sicherlich... Das macht schon so ein bisschen den Reiz aus, der Sportart natürlich, dass man den Gegensatz hat. Aber es ist auf jeden Fall möglich, sich da runterzufahren so ein bisschen. Ich meine, ich kenn's ja jetzt nur vom Fernsehen, aber wenn der Kommentator schon sagt, okay, jetzt muss er alle Ringe treffen, damit, ne? So, das wisst ihr ja auch. Der Druck ist doch immens, oder nicht? Auch gerade, wenn man in der Staffel unterwegs weiß, von dem, was ich mache, hängt ja nicht nur mein Erfolg ab, sondern auch das, was die Jungs dann danach machen müssen oder davor gemacht haben. Aber das Gute ist mittlerweile, man muss immer alle Scheiben treffen. Man kann sich eigentlich nie einen Fehler erlauben. Deswegen weiß man das von vornherein, dass das so ist. Wir spielen jetzt, weil der Druck jetzt hoch ist, Sport und Freizeit. Mit Erik, Daniel, Arndt und Simon. Hier ist die erste Frage. Eva heißt Neureuther Ski. Keimers Golfschläger, Podolskis Schuh,
oder Vettels Ferrari? Ja, es ist... Weißt du es? Hier vor mir eins ja, bist du Vettels jetzt, Vettels ne? Ferrari, ja? Müsste Eva heißen. 10 Sekunden ja, laufen. Ja. Ja. Es gab mal eine Susi, es gab mal eine Hungry Heidi und das ist ja Tradition bei Herrn Vettel, der benennt seine Boliden dann immer nach einer Dame und jetzt ist es aktuell die Eva. Jawohl, richtig. Eva soll er zusammen mit seinem Mechaniker ausgedacht haben. Da sitzt man auch lange zusammen, bis man auf Eva kommt. Ne? Also. So, aber lang. Team Deutschland sagt zu 64,8% auch Vettels Ferrari. Richtig, auch ein Team. Punkt für Deutschland. 16.000. So, noch 5 und dann haben wir den Rekord geknackt. Also, zweite Frage, Sport und Freizeit. Ende Januar wurde die Fußballnationalmannschaft von Japan Südamerikameister, Australien Asienmeister, Südafrika Ozeanienmeister oder Brasilien Afrikameister. Puh. Ich sag euch mal, um den Druck noch zu erhöhen, also Team Japan, Deutschland hat das richtig beantwortet. Fällt schon mal raus. Australien und Asien funktioniert, Südafrika und Ozeanien funktioniert, aber ich glaube Australien. Südafrika, also eigentlich geht ja nur Australien. 10 Sekunden ab jetzt. Passt ja nur, oder? Ja. Also Australien Asienmeister. Ja. Ja. Ausschlussverfahren? Ja. Ja, die anderen passen geografisch jetzt nicht unbedingt zusammen. Also man fühlte sich in dieser Mannschaft fußballerisch in der Liga, in der man vorher angetreten ist, unterfordert. Und vorher trat nämlich dieses Land an in dem Ozeanienverband. Und da sagt man, da gewinnen wir ja alles. Deshalb sind sie dann angetreten bei der Asienmeisterschaft und gewann gegen Südkorea das Finale. Und deshalb Australien und Asienmeister ist richtig. Jawohl. Ja. 16.000 stehen da. Wenn es über 50% sind, sind es 17.000. Und es sind über 50%, nämlich 56,2% beim Team Deutschland. Noch ein Tausender. Können Sie nicht mal falsch antworten? Bisher hat Team Deutschland bei beiden Runden zuvor bei der letzten Frage geschwächelt. Mal gucken, wie es jetzt gelaufen ist. Letzte Frage von Sport und Freizeit. Welcher Wettbewerb wurde bei den Olympischen Spielen 1896 ausgetragen? Schwimmen für Seeleute, Fechten für Adlige, Schach für Professoren oder Hammerwerfen für Schmiede? Also Fechten ist ja eher so... Also ich, das Hammerwerfen ist ja so was Altmodisches, glaube ich, oder? Ja, aber Fechten. Schmiede, ich weiß auch nicht. Also Fechten hat ja eher sowas ein bisschen. Das ist schon eher traditionell und ein bisschen elitär auch, oder? Ja, also elitäre fangen. Geschichte von früher. So, ihr braucht Druck, den Schwimmen habt ihr jetzt. Für Seeleute. Schach würde ich jetzt. Also ich würde Schach und Schwimmen eigentlich ausschließen. Und Fechten? Also ich wäre jetzt für Fechten. Ja, so ja, dann, ja, dann Fechten. Fechten, komm, bestimmt. Raus, und Simon sagt gleich, ich hab's doch gewusst. Die Schmiede. Simon hat die Schmieden genommen, lieber, oder? Ja, ich sag's, wenn die Antwort kommt. Keiner hätte genommen Schwimmen für Seeleute. Nee. Nee. Irgendwie nicht. Können, glaube ich, meistens gar nicht so gut schwimmen, oder? Drum haben die ja meistens ein Boot dabei. Ja. Also tatsächlich, bei diesem Wettbewerb, es waren 11 gemeldete Athleten dabei. Sind aber nur 3 angetreten. Hatte man ja eine Medaille sicher quasi, oder? Eigentlich, ja. Damals gab es noch leider keine Medaille, sondern nur Lorbeerkränze, aber man war im Grunde genommen schon, das Triumph ist ziemlich sicher, die kamen auch noch alle aus Griechenland. Ja. Und das waren allesamt Seeleute. Schwimmen für Seeleute. Also das und hätte zwar ich jetzt 100 nicht Meter Freistil für Seeleute hieß der Wettbewerb. Tja, was macht Team Deutschland? Haben geschwächelt. Bisher haben die ja immer bei der letzten Frage geschwächelt. Ja, diesmal auch. Statistik. 6,9%. 6,9% haben sich nur für Schwimmen für Seeleute entschieden. Aber 50,2% haben sich für Fechten für Adlige entschieden. Also auch kein Punkt für Team Deutschland. Damit bleibt es bei dem Punktestand von 7:6. Ja? So,
Also, um nur für dich 30% hat ein Hammer werfen für Schmiede. Also, das wäre gar jetzt nicht doch nicht genommen. Jetzt hätte ich genommen. Nee. Du wolltest eigentlich schwimmen nehmen. Ja, ja. So, Team Deutschland, noch einmal die richtige Kategorie wählen: Tagesschau, also aktuelle Fragen, Musik und Hits und Glaube und Religion. In all drei Kategorien weiß ich von den Vieren, dass sie brillant sind. Ja? Also, Glaube und Religion, Musik und Hits und Tagesschau. Ich darf ja jetzt euch nicht fragen, was ihr gerne hättet, aber ja, das ich glaube Tagesschau. Ich glaube, es wird auch genommen. Als Pastorenkinder natürlich. Ich glaube, absolut. Es ist Tagesschau. Dem Tod von der Schippe gesprungen. Das kommt doch meistens, oder? Beim Auswählen, wenn Tagesschau dabei ist. Tagesschau ist eigentlich das. Was ist eigentlich, weil es gehört ja auch zur Tagesschau, für euch als Athleten, wenn ihr dann endlich im Ziel seid, Staffel auch gewonnen habt oder auch nur Zweiter, Dritter gewonnen habt, egal wie, die blödeste Frage, die dann ein Sportreporter euch stellen kann. Warum hat es denn heute für das Podium nicht gereicht? Ja. Ja, weil ich zu langsam war. Ja, ja. Genau. Oder warum haben sie den letzten Schuss vorbeigeschossen zum Beispiel? Woran lag es denn? Genau, woran lag es denn? Aber andererseits fragen wir, was soll man auch fragen? Im Grunde genommen, so eine Interviews bringt doch eigentlich gar nichts hinterher, oder? Ihr seid glatt und die Zuschauer haben halt den Wettkampf eigentlich schon gesehen und was will man dann groß nur dazu sagen? Ja. Man kann halt einfach nur seine Gefühle dann da nur... Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe das eben ja früher mal mal ranmachen dürfen für, als Field Reporter beim Fußball. Und da gab es ja dann auch immer hinterher so diese Fragen. So, und dann gab es mal einen Maulkorb vom FC Bayern, der gesagt hat, bitte hinterher nicht mehr sprechen, weil Journalisten immer nur Mist fragen und erzählen. Und dann gab es Lothar Matthäus, hat das Mikro hingehalten. Und der kam dann immer angelaufen und sagte, ich darf nichts sagen, aber... Hat es immer einen schönen O-Ton von Lothar Matthäus. So, jetzt Tagesschau, erste Frage. Welche Blues-Legende verstarb gestern im Alter von 89 Jahren in Las Vegas? B.B. King, C.C. Law, J.J. Duke oder L.A. Earl? 10 Sekunden, das gilt. Das habe ich vorhin gelesen, das war B.B. King. Ja, dann machen wir das. Sind wir uns einig, oder? Ja. Einer der erfolgreichsten Blues-Gitarristen und Sänger. Leider verstorben. B.B. King, jawohl, richtig. Aber auch das hat natürlich Team Deutschland verfolgt und mitbekommen. Und das haben dann 86,6% auch genommen. Also wieder ein Tausender. Bei der zweiten Frage Tagesschau geht es hier rum. Wen besiegte der erste FFC Frankfurt gestern im Finale der UEFA Champions League der Frauen? Inter Mailand, Arsenal London, Real Madrid oder Paris Saint-Germain? Ich habe gestern wirklich Frauenfußball geguckt. Dafür muss man sich ja nicht entschuldigen. Nee, das war auch keine Entschuldigung, es war jetzt einfach eine Feststellung. Ne? Ja. Es war Paris Saint-Germain. Also war gut anzusehen. Spannende Schlussphase. Super 92. Minute. Ja. Er will neue weibliche Fans, glaube ich. Ja, ja. dann lock's mal ein. Ja. Wenn das jetzt nicht stimmen würde, das wäre ja echt... Das wäre richtig peinlich. Das wäre richtig doof. Ja. Hast du doch geschlafen? Oh. Hätte er sich verdrückt einfach. Ja. Aber tatsächlich, in der 92. Minute siegreich 2:1 gewonnen. FFC Frankfurt gegen Paris Saint-Germain. Richtig, jawohl. Und... großer Erfolg, auch für Team Deutschland, 71,9%. Nochmal 1.000 obendrauf. 19.000 sind es schon. 19.000, also zweimal noch Team Deutschland und dann haben wir Rekord geknackt. Das ist gut. Also, letzte Frage, Tagesschau. Unter welchem Motto steht der Bundesparteitag der FDP? Ich frage dich, gibt es die noch? Ja. Ja, die ist ja wieder im Kommen jetzt. Bavarian-Verhältnisse, ne? German Mood, My Energie oder New Optimismus? Also ich würde sagen, Bavarian-Verhältnisse können wir schon mal ausschließen. Ich meine gelesen zu haben, New Optimismus. Ja, es passt ja so ein bisschen, ne? Also relativ wenig Stimmen gehabt. Ja. Dann die müssen ja so ein bisschen wieder aus der Zeit. 10 Sekunden ticken. Ja, also ich würde da mitgehen, ja. Ja, okay, dann hauen wir es rein. So. Zwischen My Energy und New Optimismus hätte ich jetzt... Ja. Dieses Deutsch-Englisch ist ja auch toll, ne? Ja, super. Ja. Da merkt man auch, das ist unglaublich akademisch, wie sie da rangegangen sind. Jeder hat diese Meldung verfolgt, aber bei keinem ist hängen geblieben, wie es jetzt eigentlich richtig läuft. Team Deutschland sagt auch New Optimismus mit 53,3%. Gibt es jemand hier, der sagt, Mensch, ich weiß das besser? Ha, guckt euch das mal an.
FDP-Mitglieder. Ja. Parteibuch raus hier. Nee? Was ist denn richtig? Ich fand das so doof und deswegen ist es hängen geblieben irgendwie. Erzähl mal. Im Fernsehen gesehen und ist auf jeden Fall German Mood. German Mood. Ja. Du hast recht, das ist hängen geblieben, weil es so bekloppt war. Also German Mood, ja. Warum? German, es gibt nämlich... Es gibt nämlich im Englischen den feststehenden Begriff German Angst. Und das ist so diese beschriebene Zögerlichkeit der Deutschen. Und da wollten sie jetzt einen Gegenentwurf machen und nennen sich jetzt also German Mut. Und damit gucken Sie das mal an, Team Deutschland. Immer die letzte Frage, viermal hintereinander. Ja, viel besser sind wir da auch nicht. Der letzte Schuss. Ja, komm, bei euch ist der eine Schuss da in der zweiten Runde, das ist der entscheidende bis jetzt. Deshalb führt ihr noch mit einem Punkt. 9-8 führen unsere Biathleten gegen Team Deutschland. Zwei Runden haben wir noch. Und ihr dürft noch mal wählen. Rund um die Welt. Ich höre Zeugen für Wunder der Technik, ja. Wunder der Technik wäre rund um die Welt. Rund um die Welt. Schnick, schnack, schnuck. Also auf jeden Fall nicht Zeugen der Zeit. Oder sind wir uns einig? Ja. 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 Komm, Technik. Ja, los. Gut, dann, ja. Dann musst du antworten, mein Freund. Ja, ja. Ein bisschen durchgesetzt jetzt hier, ne, oder? Ja, aber Erik war ja, also war jetzt ja 50-50 und... Aber Anne ist auch der Stärkere, also... Ist auch gut, wenn man das jetzt gleich so macht. Also, ich habe euch ja vorhin schon mal gefragt, aber vielleicht mal ganz interessant für die Menschen, die das nicht wissen. Wie wird jetzt so eine Staffel zusammengestellt, wie sie dann letztendlich läuft? Nach welchen Kriterien geht das? Haben wir wenig zu sagen eigentlich. Grundsätzlich ja. Haben die Trainer schon ihre Vorstellung, welche vier sie gerne laufen lassen würden. Dann gibt es halt vorher eine kurze Absprache, ob man denn bereit wäre, nächsten Tag nochmal zu starten, weil manchmal ist man vielleicht auch ein bisschen kaputt, zu erschöpft. Ja. Ja, und dann kommt es dann darauf, die Staffel dann korrekt auszuloten. Wer läuft auf 1, auf 4, 3, 2? Und da hat dann jeder Sportler so seine Vorlieben. Also bei mir weiß man mittlerweile, dass ich gerne auf der 1 laufe, Simon gerne auf der 4. Warum zum Beispiel? Was sagst du, laufe ich gerne auf der 1? Auch weil ich das schön finde, die erste Runde mal so schön mit 16 Leuten zusammen loszumarschieren. Erstmal die erste Runde ein bisschen ruhig angehen. Ja. Aber ja. Und Simon ist der Killer am Schluss. beim letzten Schießen. Er hat keine Nerven und ja. Genau, Simon kann super stehen schießen. Das fällt dann gern von hinten auf. Genau. Dann komm, den krieg ich noch, den krieg ich noch. Ja, meistens ist aber... Ja, meistens warst du jetzt mal der Abend, der vorne, ja. Letztes Jahr schon in Sochi. Ja. Da hat er schon auf Platz, auf der... Ist ja auch mein Job 3. Auf der 3. Löcher gestopft, sozusagen. Also, wir können spielen. Wunder der Technik, erste Frage. Welcher 1832 im Taunus geborene Ingenieur gilt als Miterfinder des Viertaktmotors? Rudolf Diesel, Nikolaus Otto, Felix Wankel oder Peter Turbo? Also der Wankel ist ja dieser Wankelmotor, der so im Kreis läuft quasi. Den können wir schon mal ausschließen. Ist der getakt? Ja. Ja, der hat ja nicht, so Takte. Also ja, ich würde Otto, klassischer Otto-Motor. Ja. Nikolaus Otto, Gasmotorenfabrik Deutz steckt dahinter, haben auch 55,7% von Team Deutschland genommen. Das ist richtig, noch ein Tausender, wir sind bei 20. Zweite Frage, Wunder der Technik. Wie nennt man den Glühdraht in der Glühbirne? Pendel, Wendel, Spindel oder Mandel? Spindel sagen. Man sagt doch Spindeldraht, oder? Ja, ja, der ist ja auch so aufgedreht, also wie gesponnen. 10 Sekunden ab jetzt. Der Spindel. Ja. Oh! Oder Wendel, ach so, Wendel ist natürlich... Oh! Da sagt einer im Publikum, oh, das ist ein Elektriker. Hey, hey, hey. Jetzt rechnen sich hier tatsächlich, die Wunder der Technik. Ja, ist, ja. Da war Arndt zu schnell. Ja. Ja, Wendel ist die richtige Antwort. Ah. Oh. Nur wusste das Team Deutschland, da gibt es zwei Antworten mit 45 und mit 48,6%, die ganz dicht beieinander liegen. 48,6%, die meistgegebene Antwort, gut für euch, schlecht für Team Deutschland, ist auch Spindel. Ja. Oh, das wäre die Chance gewesen. Ausgleich. Letzte Frage, Wunder der Technik, lautet: Auf dem vermutlich ersten Foto, das Menschen zeigt, sieht man eine Person, die sich gerade die Haare kämmt, ein Sandwich schmiert, unter einem Baum ausruht oder die Schuhe putzen lässt. Wer hat nochmal diese Kategorie gewählt von euch? Mhm. Das war, aber was hat das jetzt? Ja, Technik ist jetzt aber auch weit gefasst. Ja, für 10 Sekunden die Frage. Ab jetzt. Also, irgendwas in einem Baum aus.
Ja, irgendwie, vielleicht hat das jemand seine Kamera da rausgeholt, da war gerade ein Typ unter dem Baum. Also ich tendiere zu Schuhe putzen, aber... Schuhe. Komm. Noch 3 Sekunden. Die Schuhe putzen lässt. Einfach mal so eine klassische alltägliche Situation ist, wo jemand vielleicht... Aber da ist ja Bewegung drin. Das wäre ja eigentlich eher etwas, was man nicht fotografieren erhöhte kann. Erhöhte Anforderungen. Team Deutschland sagt, das muss etwas sein, wo überhaupt gar nichts los ist. Deshalb hat sich Team Deutschland mit 49,4% für unter einem Baum ausruht entschieden. Aber wir haben natürlich die Auflösung. Hier, das erste Foto der Menschheit. Ja! Und man sieht wirklich, kaum zu glauben, Schuhputzer! Und damit steht es 11:9. Unsere Biathleten führen. Gut. Aber Team Deutschland hat noch alle Chancen. Ihr müsst jetzt die richtige Kategorie wählen. Tut das jetzt. Wir sind gleich wieder da mit dem Finale. Das letzte Mal Quizduell heute. Bis gleich. So, das große Finale steht an. Unsere Biathleten oder Team Deutschland, Kinofilme, die letzte Kategorie. Die Biathleten führen mit 2 Punkten, 11:9 steht es. Erste Frage lautet, in welcher Filmreihe treiben riesige Olifanten ihr Unwesen? Bei Indiana Jones, bei Harry Potter, bei Herr der Ringe oder bei Alien? Riesige Olifanten. Tja. Ringe, glaube ich. Bei Herr der Ringe ist es. Olifanten? Harry Potter. Also Harry Potter habe ich 10 Sekunden ab jetzt. Ich kenne nur Olifanten. Herr der Ringe. Ja. Aber ich will jetzt noch 4 Sekunden. Ja, die kommen doch bei Ringe. Ist eigentlich alles dabei irgendwie. Was war jetzt Olifant oder Elifant? Ja, das alles. So. Die kommen dann im dritten Teil so. Ja? Diesen große Kriegselefanten treten auf tatsächlich bei Herr der Ringe. Jawohl. Aber unentschieden. Sollte Team Deutschland das jetzt richtig haben, ist die Entscheidung vertagt. Sollten über 50% es richtig haben, ist der Rekord zumindest eingestellt mit 21.000 Euro. Und 53,2% vom Team Deutschland haben sich entschieden für Herr der Ringe. 21.000. Ihr führt immer noch mit 2 Punkten. Wenn ihr jetzt einen Fehler macht, Team Deutschland richtig ist, fällt die Entscheidung mit der letzten Frage. Habt ihr es jetzt richtig, habt ihr auf jeden Fall gewonnen, okay? Die Frage lautet, in Rubbel die Katz sieht man Matthias Schweighöfer, wie er Sozialstunden ableistet, lernt ein Playboy zu sein, zum Stripper wird oder sich als Frau verkleidet. 10 Sekunden laufen. Ich glaube, es gibt ja auf jeden Fall einen Film mit Matthias Schweighöfer, wo er sich als Frau verkleidet. Ja, genau, aber ich weiß nicht, ob das Rubbel die Katz ist. Das war Rubbel die Katz, glaube ich. Ja, sollen wir einladen? Ja. Ich meine tatsächlich, mit Rubbel die Katz und mit Mann als Frau verkleidet hier zu gewinnen, wäre ja auch was. Jo. Ja. 65,2% von Team Deutschland haben auch genommen, sich als Frau verkleidet. Und damit ist es schnurzpiepig, egal ob es richtig ist oder nicht. Denn ihr habt auf jeden Fall gewonnen. Es ist auch noch richtig, jawohl! 22.000 Euro, die Kinokomödie aus dem Jahre 2011. Erik, Daniel, Arndt und Simon haben Team Deutschland noch mal geärgert. 22.000 Euro für einen guten Zweck. Für wen? Also ich würde gerne die Deutsche Knochenmarkspende spenden. Gut. Für die SOS Kinderdörfer würde ich meinen Teil gerne spenden. Super. Ich für die Björn-Schulz-Stiftung. Das sagt wahrscheinlich keinem was. Die kümmern sich um Familien, die ein schwer krankes oder unheilbares Kind haben. Okay. Und ich an die Franz-Beckenbauer-Stiftung. Das Geld überweisen wir sehr, sehr gerne. Wir bedanken uns bei unseren Gold-Biathleten, bei Erik Lesser, bei Daniel Böhm, bei Arndt Keifer und bei Simon Cem. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Das war's. Das Quizduell. Ich wünsche Ihnen ein tolles Wochenende und nächste Woche dann der Kollege Alexander Bommes mit Gefragt gejagt. Machen Sie es gut, tschüss. Danke.